Und wir sind da schon wieder zurück in Hell Valley. Ich habe nochmal die Einstellung von dem Aufnahmeprogramm ein bisschen nachjustiert. Da hat sich ein bisschen was verschoben gehabt. Ich habe gesehen, die Qualität war nicht so gut jetzt gewesen bei der letzten Aufnahme, vor allem die Grafikqualität. Ich hoffe, das ist jetzt ein bisschen besser. Ja, es hat sich ein bisschen verstellt gehabt. Das kommt davon, wenn man mit mehreren Windows-Profilen arbeitet. Ich hatte jetzt hier, die letzte Aufnahme hatte ich auf einem anderen Profil gehabt, auf einem anderen Windows-Konto. Und hier auf dem hat es dann wohl ein paar Einstellungen nicht mit übernommen. Egal. Sollte uns jetzt nicht stören. Es war auch nicht so schlimm gewesen. Wir schauen uns jetzt mal. Ich bin wirklich fürs Recyceln, aber das geht zu weit. Wieso geht es zu weit? Wir schauen uns erstmal in Hell Valley jetzt um. Naja, so weit geht es jetzt ja auch nicht hier. Es sind ja nur 5. Es sind ja nur 5 Tonnen oder 4, beziehungsweise nur. Oder 3 Farben sind es eigentlich nur. Also. Warten Sie, Bürger. Sie wollen etwas entsorgen? Prüfen Sie, ob Sie das richtige Sammelgefäß verwenden. Hill Valley ist stolz auf sein ausgeklügeltes Mülltrennungssystem. Wie viel Aluminium ist in dieser Dose enthalten? Verwenden Sie dafür stets das blaue Sammelgefäß. Ist das Glas grün, durchsichtig oder braun? Das ist ein Unterschied. Denken Sie daran, dass alle Produktetiketten mit einem Mikrochip ausgestattet sind, um Müllsünder schnell zu finden. Oh. Achtung, Bürger! Das Betreten der städtischen Rasenflächen sowie das Berühren von Pflanzen in den Stadtgärten ist verboten. Denken Sie daran, auch Pflanzen haben Würde. Okay, also auf den Rasen dürfen wir nicht. Das mit dem Müll finde ich jetzt ein bisschen lustig, weil das soll wahrscheinlich übertrieben, überzogen sein. Und ist es vielleicht für Amerikaner auch. Aber hier für uns Deutsche ist es ja jetzt gar nicht mal so abwegig. Ich meine, wir haben ja auch 3, 4 verschiedene Recyclingzweige und verschiedenfarbige Tonnen. Deswegen finde ich es jetzt gar nicht so abartig, bis auf das vielleicht die Etiketten mit Chips versehen sind, womit man die Müllsünde zurückverfolgen kann, und es wäre vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee, auch für uns. Warten Sie, Bürger. Sie wollen etwas entsorgen? Prüfen Sie, ob Sie das richtige Sammelgefäß. Hill Valley. Wie viel Adler? Das breche ich jetzt gerade mal ab. Das haben wir. Ja. Okay, weiter geht's. Die Schilder müssen wir auch mal ein bisschen gucken. Ministry of Tourism. Das ist also das Tourismusministerium. Conformist E. Brown Industries. Hier ist schon wieder eine Gegensprechanlage. Ich muss mit Doc reden. Es gibt immer eine direkte Herangehensweise. Ja, am besten einfach mal klingeln am Rathaus, ne? Machen wir auch als nächstes. Ich wollte mich schon mal ein bisschen umsehen hier. Wer spricht da? Versuchte Zerstörung öffentlichen Eigentums verstößt gegen C64. Ich wollte sie nicht zerstören. Nehmen Sie Ihren Strafpunkt. What? Mein Strafpunkt. Oh. Nein, mach das doch nicht. Außerdem haben wir das gar nicht versucht zu zerstören. Strafpunkte. Sehen wie Strafzettel aus. Muss ich Strafe zahlen oder so? Ich würde mal von Schlimmeren ausgehen. Erster Bürger Brown, das Oberhaupt von Hill Valley. Ein unendlich weiser Mann mit einer immensen Vorstellungskraft. Emmett Lathrop Brown wurde in eine überaus gesetzestreue Familie hineingeboren. Trat dieses Erbe jedoch erst an, als er im Alleingang den ruchlosen Gangster Irving Kid Tannen und dessen Schwarzhandelssyndikat hochnahm. Nach dieser heroischen Tat errichtete man ihm zu Ehren eine große Statue vor dem Rathaus, und der erste Bürger Brown
widmete sein Leben fortan der angewandten Sozialwissenschaft mit Hill Valley als Prototypen für die Stadt von morgen. Achtung, Bürger! Bitte melden Sie sich, wenn Sie Zeuge der Kollision eines nicht identifizierten Sportwagens mit einer Verkehrsleitanlage vor dem Südtor waren. Ah, Ja, das mit dem Sportwagen war ja ich, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich melden soll. Aber ich muss Doc, wir müssen, der Doc erinnert sich ja, ich meine, wir sind ja jetzt nicht, der Doc ist jetzt kein Fremder. Der wird sich immer noch an uns erinnern. Moment. Der erinnert sich aber nicht an uns, beziehungsweise nicht an Marty McFly, sondern an, ja, für ihn sind wir wahrscheinlich noch Sonny Crockett. Wenn ich mich jetzt recht, das ist der Doc Brown. Das ist alles immer so kompliziert mit der Zeit. Also das ist der Doc Brown, den wir als jungen Doc Brown in der Zeit der Projektion getroffen haben. Deswegen weiß er auch von den ganzen Zeitmaschinenkram überhaupt nichts. Er weiß, also er kennt uns nur als Sonny Crockett. Na, da bin ich Sie mal gespannt. Sie befinden sich vor dem Rathaus von Hill Valley. Das ursprüngliche Gebäude wurde 1885 errichtet, etwa 20 Jahre nach der Eingliederung Hill Valleys in den Bundesstaat Kalifornien. Obwohl das Rathaus den örtlichen Regierungssitz darstellt, diente es in der Zeit nach dem Erdbeben 1906 in San Francisco als Notunterkunft. So sind die meisten Bürger Hill Valleys Nachkommen der Betroffenen aus San Francisco, sich nach der schweren Katastrophe hier niedergelassen haben. 1976 erhielt das Rathaus im Rahmen des Innenstadtsanierungsprojektes die ersten größeren Anbauten seit seiner Errichtung. Zusätzlich wurden 128 Büros in den neu errichteten Flügeln des Rathauses und ein neues Bürgermeisterbüro im ursprünglichen Uhrenturm eingerichtet. Sehen Sie genau hin, dann können Sie noch immer einige der Originalelemente in der neuen, in internationalem Design gehaltenen Fassade erkennen. Achtung, Bürger! Wir möchten alle daran erinnern, dass die maximal zulässige Rasenhöhe 1,9 cm beträgt. Grundstücksinspektionen werden nächste Woche in okay, also die zulässige Rasenhöhe ist 1,9 cm. Faszinierend. Und da ist tatsächlich eine Statuen, Steinstatuen von Einstein auf dem Dach. Summe, wir drücken mal den Summe. Hallo? Hill Valley Rathaus, wie kann ich Ihnen behilflich sein, Bürger? Ich muss Doc sprechen, Bürger Brown. Haben Sie einen Termin? Nein, aber... Tut mir leid, dann müssen Sie warten, bis Sie an der Reihe sind. Bürger Brown ist ein sehr beschäftigter Mann. Diese Stimme kommt mir bekannt vor. Ja, das ist Edna. Biff! Biff? Da ist er ja. Doc? Doc, warte! Ich muss mit... ihn reden. Hat er uns nicht gesehen? Wollte er uns nicht sehen? Biff? Achtung, Achtung. Oh nein, ich tue schon wieder. Der Biff ist scheinbar weg, den können wir jetzt... Nehmen Sie Abstand von der Recyclingtonne, Bürger. Recycling? Als Endlagerplatz sämtlicher in Hill Valley konfiszierter Schmuggelware stellt die Recyclingtonne sicher, dass entsorgte sozial toxische Gegenstände nie wieder und in keiner Form in die Hände der Allgemeinheit zurückfinden. Verstehe, hier endet also das ganze coole Zeug. Wenn Sie mit cool gefährlich meinen, haben Sie recht.
Sozialtoxisch. Das ist ein sehr interessanter Begriff. Das hat mir schon alles gefragt. Ich muss wieder auf Streife. Wirst du mir heute Ärger machen? Ja, schauen wir mal, ne? Nein, was? Nein, Sir. Genau, Bürger. Okay. Können wir nirgendwo anders hingehen jetzt, ne? Doch, geht mal. Da ist er ja. You could be a Citizen Plus. Citizen Plus Programm. Interessant. Das Knacken mit den Fingergelenken ist auf öffentlichen Plätzen nicht gestattet. Das ist ein sehr gutes Gesetz. Ich hasse das nämlich auch wie die Pest, wenn jemand mit den Fingern knackt. Mir gegenüber sitzt und mit den Fingern knackt. Oh, da könnte ich... Ah, da graust es mir, da läuft es mir aus kaltem Rücken runter bei diesem Geräusch allein schon. Ich finde das schrecklich. Das sollte man tatsächlich in der Tat verbieten. Da bin ich voll dafür. Biff? Hey, du bist der Jüngste von George und Lorraine. Martin, stimmt's? Marty, alte Schwester. Du kennst mich nicht? Nur vom Hören. 3 Monate in Folge Brown Kadett des Monats. Beeindruckend. Bist du am Bürger Plus Programm interessiert? Oh, der kennt uns gar nicht. Und warum heiße ich eigentlich andauernd Martin? Es war doch Marty. Es war immer Marty. War das in den anderen Episoden auch so gewesen? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr ganz so sicher. Einmal ist es mir, glaube ich, schon aufgefallen. Warum haben die aus Marty einen Martin gemacht? Ist es nur in der deutschen Version so? Ich weiß es nicht. Hör zu, Biff. Das Auto, aus dem du ausgestiegen bist, war da Doc Brown drin? Ha, Doc! Das sollte sein neuer Spitzname werden. Aber ja, das war Bürger Brown. Was für ein beeindruckender Mann. Wie konntest du ihn treffen? Er scheint so beschäftigt. Das stimmt, Martin. Bürger Brown ist ein sehr, sehr beschäftigter Mann. Aber glücklicherweise, unglücklicherweise bin ich ein Sonderfall. Weißt du, Martin, ich war ein schwarzes Schaf. Ein echter Mistkerl. Tatsächlich. Ich weiß nicht, warum du das zu einem Sonderfall machst. Was soll ich sagen, Martin? Ich hatte immer Ärger. Zu viel Ärger. Sei es mit dem Alkohol, den Partys, den Frauen. Sogar meine Hunde machten einen Haufen Ärger. Haufen, verstehst du? ja, was hat das mit Bürger Brown zu tun? Nun, nachdem ich so viele Schwierigkeiten gemacht hatte, wurde ich Bürger Brown vorgeführt. Man stellte mir ein Ultimatum. Bürger Plus oder Knast. Okay. Was ist denn ein Bürger Plus? Was ist dieses Bürger Plus? Das ist Bürger Browns neues Umerziehungsprogramm. Und ich bin der erste von Hill Valleys Bürger Plus. Plusse. Plussen? Du bist der Erste. Ja, dann erzähl mir doch mal mehr davon. Ich möchte mehr über Bürger Plus wissen. Und ich kann es nicht erwarten, dir davon zu erzählen. Habe ich die klasse Digitaluhr erwähnt, die man bei dem Programm bekommt? Nee. Erzähl mir von der Uhr. Du hast gesagt, man bekommt eine Uhr. Oh, ein echt tolles Teil. Sieh dir nur diese topmoderne Uhr an. Sie hat alle möglichen Spezialfunktionen einprogrammiert. Ich habe nur noch nicht rausgefunden, wie man die Zeit einstellt. Aber ein kluger Junge wie du schafft das sicher problemlos. Das ist bestimmt so ein Überwachungsteil, so ein Überwachungsgerät. Eine Apple Watch wahrscheinlich. Ein iWatch, Smartwatch, wie heißen die? Whatever. Was muss man tun, um ein Bürger Plus zu werden? Zuerst bewirbst du dich. Sie machen eine medizinische Untersuchung und du musst einen Stapel Verträge unterschreiben. Klingt jetzt schon langweilig. Dann bekommst du einen Termin bei Bürger Brown. In etwa 2 Jahren. 2 Jahre? Er hat viel damit zu tun, sich um Hill Valley zu kümmern. Er ändert seine Pläne nur dann, wenn irgend so ein Irrer herumläuft und üble Sachen anstellt. Zum Glück passiert das praktisch nie. Was ist denn eigentlich der Sinn von Bürger Plus? Einem anständigen Bürger wie dir fällt es vielleicht nicht so auf,
Aber die Hypnotherapie hilft dabei, den Drang zum Brechen von Regeln zu unterdrücken. Wow. Hypnotherapie? Ja klar, Marty. Dadurch kommt die Gehorsamkeit von allein. Gehorsamkeit? Ist das so eine Art Gehirnwäsche? So könnte man das nennen. Alle schmutzigen Gedanken werden dir aus der Rübe gewaschen. Klingt ja fantastisch. Das ist doch freiwillig, oder? Ja, das Pilotprogramm schon. Aber irgendwann wird es Vorschrift für alle. Vorschrift? Bist du verrückt? Nein, ich war verrückt. Doch dank dem Bürger-Plus-Programm bin ich jetzt wahrscheinlich der vernünftigste Typ in Hill Valley. Na gut, reden wir erstmal nicht mehr über Bürger Plus. Okay. Also, all die schlimmen Dinge, die du getan hast. Ach, ich denke wirklich ungern an die Vergangenheit zurück. Aber gut, wenn es dir bei deiner Entscheidung zum Bürger Plus-Programm hilft. Du sagtest etwas von Alkohol? Bier, Rum, Whisky, Bowle, das habe ich alles getrunken. Nicht nur getrunken, ich habe es auch nach Hill Valley geschmuggelt. Ganz der Vater, nicht wahr? Für so einen Spruch hätte ich deinen Vater umgehauen. Aber ja, schätze, ich bin in Papas dreckige Fußstapfen getreten. Also, dann gibt es keinen Fusel in Hill Valley? Nein. Sicher versucht hin und wieder jemand einen reinzuschmuggeln, aber Polizisten wie Officer Parker da drüben fangen sie früher oder später. Du hattest Ärger wegen der Hunde? Du hast doch keine Hundekämpfe veranstaltet, oder? Nein, so schlimm war es nicht. Ich hatte einfach viele Hunde. Was ist daran falsch? Nichts. Außer, dass sie die Nachbarn die ganze Zeit wach hielten, alte Leute ansprangen und alle Eichhörnchen im Park gefressen haben. Ich schäme mich wirklich dafür, dass meine unerzogenen Hunde für das Hundeverbot in Hill Valley verantwortlich sind. Du klingst nicht sehr beschämt. Doch, das bin ich. Sehr, sehr beschämt. In was für Schwierigkeiten bist du mit Frauen geraten? Waren das Prostituierte? Nein, nichts in der Art. Ich war nur nicht immer sehr diskret, was Zärtlichkeiten angeht. Was? Begrapscht. Austausch von Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit, oh. Martin. Knutschen und so. Das ist verboten? Oh ja. Knutschen in der Öffentlichkeit ist verboten. Ja, das ist ja schlecht. Kein Austausch. Du hattest echt Ärger wegen Zärtlichkeitsaustausch? Ja, Biff. Ja, sicher. Die Browns sagen immer, private Erregung sollte auch privat bleiben. Oder vielleicht ist es auch nur Bürgerin Edna, die das sagt. Ja, das klingt nach Edna. Das klingt eigentlich alles nach Edna. So, also komplett klingt das alles nach Edna. Das mit dem Alkohol, das mit den Hunden, das mit der Zärtlichkeit in der Öffentlichkeit. Also da hat, ich hab da schon, also da kriegt man schon so ein bisschen ein Gefühl dafür, wer da im Rathaus die Hosen anhat, ne? Wechseln wir das Thema. Danke. Ich spreche ungern über mein altes, gemeines Ich. Wenn ich all die üblen Dinge tue, die du immer getan hast, ob ich dann wohl zu Bürger Brown gehen könnte? Bestimmt. Aber was willst du damit bezwecken? Toll, muss ich jetzt Verbrechen begehen oder was? Naja, mal abwarten. Nette Sachen. Wette verloren oder sowas? Was meinst du? Ich trage das gleiche wie alle anderen. Es ist Poloshirt Donnerstag. Du, mein Freund, tanzt aus der Reihe. Hab ich schon gehört. Ja, aber morgen ist auch ein Tag. Hawaii-Hemd-Freitag. Toll. Super. Dann brichst du keine Regeln mehr? Ich kann nicht. Durch das Bürger-Plus-Programm ist es für mich körperlich unmöglich. Wie denn das? Ich werde sogar krank, wenn ich versuche, Regeln zu brechen. Mhm. Wie wirkt sich die Umerziehung aus? Bin immer noch unfähig und unmotiviert, Regeln zu brechen. Hättest du nicht gern ein Bier? Bier fehlt mir schon irgendwie. Ah, wenn ich's mir überlege, Ah, dem wurde sofort schlecht, ne? Okay. Du warst ein echter Schläger.
Das ist jetzt alles vorbei. Dann würdest du dich nicht mal selbst verteidigen? Ich weiß nicht, ob ich überhaupt könnte. Memme. Ach, du stichelst nur, um es auszutesten. Ups. Quäl mich nicht. Okay. Ich könnte mich daran gewöhnen. Bitte, Martin, mach mich nicht wütend. Na gut, Biff. Dieses Mal lasse ich dich in Ruhe. Ja, da tut er mir ja tatsächlich schon leid. Bis später, Biff. Tschüss, Martin. Was hat Jen jetzt vor? Bürger Plus? Also ich habe da jetzt kein gesteigertes Interesse zu haben, zum Bürger Plus zu werden. Man sieht ja, wo das hinführt. Sehen Sie sich um. Atmen Sie die frische Luft ein. Genießen Sie die malerische Landschaft und die Architektur. Sie stehen zwischen den Bewohnern der soziologisch am höchsten entwickelten Stadt der Welt. Hill Valley, der perfekte Ort zum Leben. Nehmen wir uns einen Moment Zeit und richten wir den Blick auf das Zentrum der Stadt. Das Rathaus mit dem reich verzierten Uhrenturm. Sehen Sie genau hin. Sehen Sie den Schatten hinter der Uhr? Das ist unser geliebter erster Bürger, Emmett L. Brown, der unermüdlich neue Ideen entwickelt, um Hill Valley schon heute zur Stadt der Zukunft zu machen. Doc, 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 wie konnte es nur so weit kommen? Mach die Liebe so blind. Bürgerlesesaal. Den gibt es wohl in jeder Stadt. Stanleys Spritsparurlaub. Was ist ein Spritsparurlaub? Wanderurlaub. Dr. E. Brown Industries. Das lässt hoffen. Der Kampf vom Mist? Friseursalons haben immer solch clevere Namen. Genau wie Cafés. Tourismusministerium. Kann mir nicht vorstellen, dass hier jemand Urlaub macht. Ja, die Friseure haben manchmal wirklich, die haben immer so fancy Namen, das stimmt schon. Da hat er vollkommen recht. Wir haben ja auch welche, die haben, ich weiß nicht, ja. Hair Select. Hier gibt's hier, genau, hier gibt's einen Shop, der heißt Hair Select. Fand ich auch sehr fancy. Bank aller Bürger. Der übermäßige Gebrauch des Wortes Bürger hier ist verstörend. Na, im Ernst. Das war in der DDR auch so übrigens. Vielleicht hat er sich ein paar Beispiele aus der DDR geholt. Gratis Soja-Hotdogs zum Probieren. Bedienen Sie sich. Die sind wohl aus. Ah, diese Rufglocken. Hey, kannst du nicht lesen? Oh, du bist's, McFly. Leech? Hey, mein Fehler. Ich hätte das Schild auf spießig schreiben sollen, damit du es verstehst. Welches Schild? Das Schild, das er soeben einmal zu sich nimmt und eure Spießigkeit ihn ruhen lassen soll. Achtung, Bürger! Das Betreten der Rasenflächen. Suppe und mehr. Vollwertsuppen, frisches Gemüse und Fleischimitat auf Sojabasis? Boah. Zum Glück bin ich nicht hungrig. Ja, ups. Ja. Ja, das mit der Steuerung war immer schon ein Problem bei dem Spiel. Jetzt ist es stehen geblieben. Ah, ah. Die Jennifer, aha.
begehen wir hier gerade wieder subversive Taten? Eine Munitionskiste? What? Leech and the Wooshbags? Nie davon gehört. Nein, du sicher nicht. Auf deinen geliebten Smooth-Jazz-Sendern wird selten Punk gespielt. Smooth-Jazz? So ein Spießer bin ich echt nicht. Nicht mal in einem Paralleluniversum. Smooth-Jazz. Gib mir mal eine Sprühdose. Ich muss dringend was sprühen. Niedliche Bäumchen? Kauf dir einen Farbkasten. Auf meine Wand sprühst du nichts. Da bewahrt Jen wohl ihre Sprühfarben auf. Verschlossen. Jennifer! Jen! Hast du ein Problem? Was sollte das, Jennifer? Du hast mich allein vor der Stadt zurückgelassen. Ja, das war ziemlich gemein, nicht wahr? Ich bin ein grässliches Vorbild. Hau besser ab, bevor das auf dich abfärbt. Nur zu, korrumpiere mich! Hör zu, ich weiß nicht, was du auf dieser Zeitachse in letzter Zeit gegen mich hast, aber ich will das ändern. Ich hab dich vermisst, weißt du? Sieh mich an, Martin. Sehe ich aus wie ein Mädchen, das mit dem Präsidenten der Junior Brown Brigade abhängt? Was? Ich weiß zwar nicht, wovon du redest, aber ich muss zugeben, ich mag dich so. Oh, Kotz. Verbringst du etwa deine Zeit mit dem Beschädigen öffentlichen Eigentums? Wage es bloß nicht, mich zu verpfeifen, sonst stopfe ich dir die Spraydose in. Nein, nein, du verstehst mich falsch. Ich würde auch gern ein paar Regeln brechen. Du? Was weißt du über die Haltung gefährlicher Tiere? Du kennst also meinen neuen Freund? Sei nicht so verbissen. Weißt du, wo ich verbotenes Material auftreiben kann? Denkst du wirklich, ich würde illegale Substanzen besitzen? Irgendwie ja. Und ich denke, dass einer wie du eine wie mich verpfeifen würde. Nächstes Thema. Das Zärtlichkeitsaustauschverbot in der Öffentlichkeit nervt. Hey! Du sprichst von meinem absoluten Lieblingsgesetzesverstoß. Ach? Nicht mit dir. Oh. Das Gesetz gegen das Küssen in der Öffentlichkeit ist voll Kacke, was? Ja, die ganze Stadt ist voll davon. Was hast du vor? Protestieren, was sonst? Lass uns in der Öffentlichkeit küssen. Nein, aber lass es uns rumerzählen. Ist Graffiti-Schmiererei nicht ein grober Verstoß? Möchte man meinen. Aber nachdem Bürger Brown vor ein paar Jahren alle Gebäude mit einer Teflon-Polymerbeschichtung versehen ließ, ist Graffiti-Spray nur noch ein Verstoß zweiten Grades. Stell dir vor. Mit einer Teflon-Polymer-Verbindung? Hm. Schön. Wenn ich mir recht überlege, will ich nicht noch mehr über das Brechen von Regeln erfahren. Memme. Gib mir mal eine Sprühdose. Ich muss dringend was sprühen. Niedliche Bäumchen? Kauf dir einen Farbkasten. Auf meine Wand sprühst du nichts. Hast du dort Neues von Biff Tannen erfahren? Er ist so... still? Ja, das macht mir Gänsehaut. Mir auch. Wenn das der Zweck des Bürger-Plus-Programms ist, bleibe ich lieber ein Bürger-Minus. Ich auch. Was weißt du über das Bürger-Plus-Programm? Nur das, was im Fernsehen kommt und im Radio, in den Zeitungen und was die ganzen Beschallungsanlagen in der Stadt ausposaunen. Alle sollen mitmachen, das soll uns zu glücklichen und zufriedenen Menschen machen. Aus diesem Grund halte ich mich davon fern. Also, Jennifer. Aha. Was denkst du von mir? Nichts. Ich war mal beliebt. Mal im Ernst, was hast du gegen mich? Ich bin doch recht beliebt, oder? Sehr beliebt. In bestimmten Kreisen. Welchen Kreisen? Idioten. Ja. Marty McFly ein Idiot? Unmöglich, er kann kein Idiot sein. Jeder, der von sich selbst in der dritten Person spricht,
ist ein Idiot. Okay, point taken. Da stimme ich ein bisschen zu. Wir sind füreinander bestimmt. Du tust so, als sei ich ein Abtörner. Doch, das nehme ich dir nicht ab. Wir sind füreinander bestimmt. Hör zu. Nur weil du mir leid getan hast und ich dich zu ein paar deiner öden Konzerte begleitet habe, sind wir nicht gleich Romeo und Julia. Sicher, du bist ganz süß. Aber du machst so einen auf Einserschüler. Einserschüler? Ich bin beschäftigt. Mit interessanteren Dingen. Und Jungs. Das wird sich ab jetzt ändern, Jennifer. Wir werden ein ganz böser Schüler. Meine Eltern... Was ist mit ihnen? Hältst du sie für normal? Normal für Hill Valley Standards, ja. Mit anderen Worten, nicht mehr zu retten. Tut mir leid, dass ich dir das sagen muss. Gehst du mit einem anderen aus? Ich wette, ich bring dich dazu, ihn zu vergessen. Tut mir leid, Martin, aber du bist aus dem Rennen. Hill Valley ist total krank, aber ich weiß, wie ich das wieder in Ordnung bringe. Du? Was? Ich werde mit Bürger Brown sprechen und ihn dazu bringen, alles besser zu machen. Dieser Plan klingt ganz nach dir, Freak. Der überzeugt mich jetzt spontan auch nicht. Bürger Brown ist doch kein schlechter Kerl. Du verschwendest deine Zeit, Martin. Ich nehme dir das alles nicht ab. Nein, wirklich. Dieser verrückte Polizeistaat war ursprünglich gar nicht seine Idee. Wenn ich ihn überzeugen kann, wird das ein Ende haben. Weißt du, langsam tust du mir fast leid. Ich werde Bürger Brown bald treffen. Hey, kann ich mitkommen? Was denn? Du willst auch zu Bürger Brown? Ja, vielleicht schenkt er mir ein bisschen Herz und dir ein bisschen Hirn. Kann nicht schaden. Schlagfertige Seher. Gehst du mit einem anderen aus? Ich wette, ich bring dich dazu, ihn zu vergessen. Tut mir leid, Martin, aber du bist aus dem Rennen. Gut, das hatten wir ja, da kommt nichts mehr Neues. Alles klar. Ich glaube, deine Farbe verschmiert. Mist! Ja, dann lassen wir die mal in Ruhe. Die Kiste ist zu. Wir haben ein Holzbrett. Solange es nicht zwingend nötig ist, will ich nicht im Müll wühlen. Ach komm, Marty, das sind wir doch mittlerweile. Das sind wir doch mittlerweile. Dieser Schrott kommt mir seltsam bekannt vor, von vor 50 Jahren. Zugemauerter Eingang. Sie haben den Eingang zur alten Tennenbar zugemauert. Ach, das ist der Hof. Okay. Ja, stimmt, jetzt erkenne ich den Hof auch wieder. Die führt zum Supmo. Leech ist da drin. Mir wäre es lieber, er käme raus. Ja, der Leech, was soll ich mit dem jetzt? Keine Ahnung. Das Loch im Zaun interessiert scheinbar nicht. Hör, okay. Hey, da ist ein Zebrastreifen. Mom? Mom? Ich renne noch nicht gleich weg. Martin! Oh, hallo Mom. Also, bist du hier zum Shoppen oder so? Shoppen. Puh, wer geht schon noch shoppen? Nein, es ist diesen Monat wieder soweit. Meine Bürgerpflicht ruft. Ich werde den ganzen Tag die Statue polieren. Ah, richtig. Was ist mit dem Golfmobil, Mom? Martin, ich weiß, dass es dir unangenehm ist, im Vorjahresmodell herumzufahren. Aber wir können uns Agnes 86er noch nicht leisten. Wo ist mein Pickup? Niemand in Hill Valley hat einen Pickup.
Martin, geht es dir wirklich gut? Ja, ich muss nur letzte Nacht sehr lebhaft geträumt haben. Ich hoffe, deine Traumwelt war aufregender als die hier. Tust du mir einen Gefallen? Ich habe vergessen, deinem Vater meinen Zeitplan für letzte Woche zu geben. Und nun glaubt Mr. Neugier, dass ich ihm etwas verheimliche. Zeitplan? Ist das nicht furchtbar? Aber Bürger Brown sagt immer, ein geplantes Leben ist ein glückliches Leben, wie dem auch sei. Wärst du bitte so nett, den Plan zum Haus zu bringen? Hier, nimm den Wagen. Naja, eigentlich wollte ich... Ich weiß, Schatz, ich liebe dich auch. Ich würde dir einen Kuss geben, aber du weißt, was dann passiert. Vergiss nicht, mich heute Abend abzuholen. Ja, sicher. Mom? Ich habe keinen guten Tag, Mom. Kann ich dich etwas fragen? Wir haben alle unsere Probleme. Mein Zeitplan ist weg. Was muss ich diese Woche tun? Aber nächsten Montag ist Junior Brown Brigade. Junior was noch? Und Dienstag ist schon Schul-UN. Schul-UN? Mhm. Du vertrittst Djibouti. Am Mittwoch leitest du dann den Brettspielclub im Freizeitzentrum. Okay, das reicht mir. Brettspielclub, okay. Also wahrscheinlich ist er wirklich ein Spießer. Ich habe Jennifer heute gesehen. Oh, Jennifer, was für ein hitziges Mädchen. Versöhnt ihr euch wieder? Sie hat mich abserviert. Ich bin nicht die größte Beziehungsexpertin, wenn man bedenkt, dass ich den ersten geheiratet habe, der mir vor die Füße gefallen ist. Aber du solltest vielleicht weniger Zeit mit deinen Mikroskopen und Ameisenfarmen verbringen und dich mehr um sie kümmern. Was gefällt dir, Martin? Was sind ihre Interessen? Ich weiß es nicht mal mehr. Siehst du? Ihre Interessen sind Graffiti. Anscheinend. Alle behandeln mich, als wäre ich irgendein Streber, Mom. Sie sind neidisch, weil du so ein perfekter Bürger von Hill Valley bist. War ich schon immer so? Schon immer ein perfekter Sohn? Schon seit 18 Jahren. Was war, als ich das Wohnzimmer in Brand gesetzt habe? Oh, du wolltest uns doch nur das Löschmittel zeigen, das du mit deinem Chemiebaukasten gemischt hast. Echt stark. Na gut, reden wir über etwas anderes. Natürlich, Schatz. Die Schatten muss ich gleich mal ausstellen. Ich habe mir schon jetzt im Gespräch mit der Jennifer, habe ich mir da schon gedacht, ich habe sie wieder vergessen gehabt, aber ich muss da gleich mal den Grafik einstellen und gucken, was da mit den Schatten los ist. Was ist mit dir, Mom? Was soll denn sein? Warum bist du hier und polierst die Statue? Ich weiß, dass ich diesen Monat für die Uhr eingeteilt war, aber dann hat Needles Mom etwas von dem schlechten Tofu gegessen. Deshalb wurden die Aufgaben im L-Sektor neu verteilt und jetzt bin ich hier. Ich würde lieber die Uhr sauber machen. Da oben ist es viel schöner ohne all die Kameras. Die Kameras? Wink dem großen Bruder oder dem Vater in dem Fall. Ja, da oben sind also keine Kameras, das müssen wir uns mal merken. Ich habe dich mit Biff über das Bürger-Plus-Programm reden gehört. Biff sagt, ich wäre die perfekte Kandidatin dafür. Tatsächlich. Ich kenne Biff. Und wenn die Leute durch das Bürger-Plus-Programm so werden, willst du das nicht. Aber das hat Biff verändert. Sieh ihn dir an. Er scheint so glücklich, so zufrieden mit der Stadt. Was würde ich nicht geben? Er ist ein Zombie, Mom. Dein Vater sagt immer, dass ich das Werk unseres großen Bürgers Brown nicht genug würdige. Vielleicht ist es Zeit, dass ich mich ändere und einfach mit dem Strom schwimme. Okay, aber warte noch etwas, ja? Du solltest lieber nichts Unüberlegtes tun. Na gut, reden wir über etwas anderes. Natürlich, Schatz. Liegt es an mir oder ist Hill Valley heute sehr streng? Manche sagen vielleicht sogar erstickend, aber das hast du nicht von mir. Ich
Biff sagte, er hätte Ärger für den Austausch von Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit bekommen. Unglaublich, oder? Klar, in den 60ern ist es etwas außer Kontrolle geraten mit der freien Liebe und allem. Aber jetzt gibt es selbst fürs Händchenhalten eine mündliche Verwarnung. Dann ist Küssen verboten? Sogar Umarmungen. Es ist barbarisch. Die im Rathaus behandeln uns wie Kinder auf Klassenfahrt. Sogar Umarmungen. Biff hat all die Schmuggelwaren erwähnt, die er früher hatte. Weißt du irgendwas davon? Was willst du damit andeuten? Ich will gar nichts andeuten. Ich will nur wissen, was für Schmuggelwaren im Umlauf sein könnten. Damit ich darauf achten kann. Wie ein guter Bürger. Nun, von solchen Dingen weiß ich nichts. Aber die Leute schmuggeln noch Alkohol aus der Nachbargemeinde. Ich habe gehört, dass die Kinder kopierte Ausgaben von Dungeons & Dragons schmuggeln. Das wäre sicher was für dich, hm? Ja, vielleicht. Ich werde darauf zurückkommen. Es gibt also Widerstand, immerhin. Ist es wahr, dass Biff für das Hundeverbot verantwortlich ist? Ich denke, das war Ednas Idee. Hunde waren immer ihr Wunderpunkt. Aber dein Vater und ich, wir lieben Hunde. Wirklich? Das wusste ich nicht. Und warum hatten wir nie einen Hund? Wir wollten einen Hund, um euch Kindern Verantwortung beizubringen. Doch als ihr dann da wart, waren Hunde schon verboten. Jetzt werden wir wahrscheinlich niemals einen Welpen großziehen. Mom, das ist vielleicht das Traurigste, was ich je gehört habe. Naja. Na gut, reden wir über etwas anderes. Natürlich, Schatz. Scheint, als ob ich niemanden mehr kenne. Das ist vielleicht ein Zeichen, dass du mehr rauskommen solltest. Gibt es eine Möglichkeit, mit Bürger Brown zu sprechen? Ah, du weißt, wie schwer das ist, Martin. Der große Mann verbringt so viel Zeit damit, neue Regeln aufzustellen und Apparate zu erfinden, die nicht richtig funktionieren, dass er kaum Zeit hat, mit uns zu reden. Das ist wohl der Preis für eine sichere, glückliche Stadt. Dann spricht er mit niemandem? Außer jemand beginnt, Strafpunkte zu sammeln. Daran hat er immer noch ein persönliches Interesse. Hm. Du könntest natürlich mit Mrs. Brown sprechen. Clara? Nein, Dummchen, Edna. Edna Strickland? Mhm. Ja, das war klar. Wer ist Clara? Warte, Bürger Brown ist mit Edna Strickland verheiratet? Hast du dir den Kopf gestoßen? Sie sind seit 40 Jahren glücklich verheiratet. Und wenn du mich fragst, dann hat Edna in der Beziehung die Hosen an. Das glaube ich auch. Sie gibt doch immer die täglichen Mitteilungen bekannt. Sie schreibt sie wahrscheinlich auch selbst. Ich muss mich hinsetzen. Ja, hat er das jetzt noch nicht gecheckt gehabt, oder was? Wie auch immer. Biff ist ungewöhnlich freundlich. Sollte er auch sein. Er hat gerade das Bürger-Plus-Programm abgeschlossen. Bisher scheint es, als hätte ihm das wirklich gut getan. Findest du nicht, dass er seltsam ist? Ich meine, er ist so gar nicht er selbst. Darum geht es doch, oder? Weißt du noch, wie er war? Ein schrecklicher Störenfried. So schlimm war er nicht. Naja, dann hättest du ihn mal in der Highschool sehen sollen. Kann ich mir vorstellen. Was hältst du von Jennifer, Mom? Nun, sie machte einen ziemlich wilden Eindruck, Schatz. Ich habe wirklich gehofft, dass etwas von ihrer, Lebensfreude auf dich abfärbt. Wie meinst du das? Naja, Martin, du bist manchmal etwas verklemmt. Du musst es nicht schönreden, Mom. Vielleicht musstest du es mal hören. Es ist in Ordnung, Prioritäten im Leben zu haben. Aber vielleicht hätte Jennifer weiter oben auf deiner Liste stehen sollen. Ja, sollte sie. Du hast schon die Gitarre gekauft. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Frauen lieben Musiker. Übe nur weiter, dann wirst du sicher besser. Was redest du da? Ich bin ein guter Musiker. Aber sicher, mein Schatz. Aber sicher. Ja, so ungefähr hat es meine Mutter auch immer zu mir gesagt. Officer Jens Parker. Vater mag mich wohl nicht besonders. Er ist nur etwas gestresst. Dass er in die Fußstapfen seines legendären Vaters treten muss, macht den armen Danny Junior ein wenig nervös. Das sehe ich. Aber er erfüllt seine Aufgabe. Dank ihm und seinem Vater ist Hill Valley seit Jahrzehnten so trocken wie die Sahara.
Leider. Trocken? Doc hatte recht. Wir haben es übertrieben. Na gut, reden wir über etwas anderes. Natürlich, Schatz. Okay, da gehen wir jetzt auch mal raus. Ach ja. Das Spiel ist sehr dialoglastig bisher. Ja, hier können wir wohl nicht lang. Alles klar, wir machen hier mal eine Pause. Und dass ich mal einen Cut machen kann. Und nachher geht's weiter. Bis dann.